Der Buchmarkt ist ein Trümmerhaufen, vor allem in Deutschland, aber das hält uns nicht vom Schreiben ab. Die Unfertigen. Diese Geschichte handelt von Sex, sie handelt von Freundschaft und sie handelt von München. Trixie, Kevin und Gordon teilen sich eine Wohnung in München. Trixie ist eine Hobbyhure, Kevin ein schwuler Stricher. Gordon ist ein gealterter Lebenskünstler, der zwar alles auf der Welt gesehen hatte, doch erfolglos geblieben ist. Trixie hat eine Idee, sie lässt sich von einem Arzt ihr Hymen wiederherstellen, um ihre Jungfräulichkeit für viel Geld an einen reichen Araber zu verkaufen. Doch dafür braucht sie die Hilfe ihrer beiden Mitbewohner. Erwartungsgemäß läuft nicht alles nach Plan. Dies ist also eine freche, subversive Story, die München, Schickimickis und Gentrifizierung gleichermaßen auf die Schippe nimmt, aber auch die hypersexualisierte Gesellschaft und ihre sichtlich verdummenden Dimensionen. Eine perfekte, eskapistische Ablenkung in der präapokalyptischen Ära. Schmunzle noch ein einziges Mal, bevor diese Zivilisation krachend in den Abgrund stürzt. Zu finden, nun einerseits in meinem obskuren E-Shop oder, wenn es nicht anders geht, auf der Zombie-Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist. Hallo und willkommen zu der nächsten Episode von Escapismo. Und ich dachte, wir machen knallhart einfach dort weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, mit der Ausgabe von Heavy Metal, diesmal die Februar-Ausgabe von 1978. Nein, ich habe natürlich nicht vor, sämtliche Heavy Metal-Hefte nacheinander durchzugehen, aber das war letztes Mal ziemlich lustig und mir hat das Spaß gemacht und darum dachte ich, wir gucken einfach mal weiter, was in der Februar-Ausgabe so los war. Vorweg gesagt ist das ja ein extrem ungewöhnlicher Einband. Das ist eines der häufigen Beispiele beim Heavy Metal Magazin, wo die Umschlaggrafik quasi ein Spread ist und den gesamten Einband einbezieht. Ja, hier kann man sich die Frage stellen, inwieweit das Originalbild, was ja eigentlich mehr ein Gemälde ist, inwieweit es farblich genauso beabsichtigt war und inwiefern hier im Grunde das vorhandene Material an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des damaligen Druckwerks gekommen ist. Schwer zu sagen. Es ist eine extrem exzentrische Farbwahl, aber irgendwie auch im Sinne von Metal Hurlant. Die Grafik stammt übrigens von Alex Nino, der ein Grafiker oder Künstler und Comicszeichner vor allem aus den Philippinen ist. Und er war sichtlich Teil dieser berühmten philippinischen Invasion, die in den betreffenden Jahren Marvel und DC eroberte. Das hier ist eine total abgefahrene Grafik, die, glaube ich, auch Teil eines Bilderbuchs geworden ist. Und ja, das ist total abgehoben natürlich und ein ganz anderes visuelles Konzept als die Sachen, die Alex Nino sonst als Comics-Zeichner machte. Aber Heavy Metal war halt für sowas dann auch die richtige Plattform. Ja. Wie gewohnt, Metaxa-Werbung. Allein an dem Detail merkt man, dass die Herausgeber von Heavy Metal oder Metal Hurlant eine ganz klare Vorstellung davon hatten, wer ungefähr die Zielgruppe ist. Also das hatte ja wenig zu tun mit Cartoons oder Comics für Kinder oder junge Teenager, was ja damals noch immer eher so die angenommene Zielgruppe war. Das hier richtete sich eindeutig an ein erwachseneres Publikum. Und diese Ausgabe beginnt mit Möbius. Und Marvels of the Universe ist so ein weiterer Versuch von Möbius, einerseits total abgehoben vorzugehen, auf der anderen Seite einen extremen Minimalismus zum Ausdruck zu bringen. Das ist sozusagen ein Cartoon, der reduziert ist auf eine Seite, auf ein Panel und auf ein Bild. Und das ist alles, was es dann dazu zu sagen gibt. Gleichzeitig hat es diese unverkennbare
fantastische Handschrift von Möbius. Hier wäre auch mal interessant, einen kleinen Vergleich zu ziehen mit dem Integral. Und zwar, also einerseits hat man das ja hier auf der Innenseite vom Einband auch schon verwendet, so als Ausschnitt. Aber es ist ja dann auch interessant zu sehen, wie solche Sachen dann auch ein bisschen anders werden können. Also das, da lohnt sich immer der Vergleich und da sieht man, dass... ist ja auch interessant, also einerseits sieht man, dass hier ein bisschen auch vom Design her was anders gemacht wurde. Ich nehme ja auch an, dass hier diese deutsche Version sich wahrscheinlich mehr an Möbius Metal Hurlant Seite orientiert, während man das für die amerikanische Version den Rahmen ein bisschen anders gemacht hatte, wie man sieht. Interessant finde ich vielmehr, dass die Farbgebung so unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen würde, müsste ich sagen, dass mir der amerikanische Druck hier ein bisschen besser gefällt von den Farben her, aber das ist wirklich eine reine Geschmackssache. Das hier hat so diese Dominanz des Gelb-Grünen, wirkt alles so ein bisschen wie durch ein Aquarium geschaut. Aber wie gesagt, das ist letztendlich mehr eine Sache des Geschmacks, finde ich. Aber irgendwie gefällt mir in dem Falle der Heavy-Metal-Druck hier ein bisschen besser. Aber das nur am Rande. Und man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass diese einseitige Präsentation hier in derselben Welt wie Major Grubert angesiedelt ist. In einer Art Shared Universe. Und in diesem Sinne sind wir jetzt schon hier bei der hermetischen Garage. Das setzt hier genau da an, wo der Comic in der letzten Ausgabe aufgehört hatte. Das Köpfchen ist plötzlich irgendwie ganz anders geworden, weil jedes Mal Möbius das neu zeichnete, auf eine Art und Weise, wie es ihm gerade so durch den Kopf ging. Deswegen war das ja oft mit irgendwelchen seltsamen Wortspielen hier verbunden. Wie zum Beispiel, dass das Wort Cornelius und Möbius sich das IUS teilen. Also so eine Menge lustiger Manierismen. Faszinierend ist natürlich dieser großartige Zeichenstil von Möbius. Also der ist absolut berauschend, finde ich. Das sind so diese Momentaufnahmen, die alle derartig plakatwürdig sind. Hier eine Werbung für Roger Dean. Das passte ja sehr gut zu dem Magazin, finde ich. Also das scheint ja, Views scheint ja eines der frühen Roger Dean Bilderbücher gewesen zu sein. Roger Dean ist natürlich weltberühmt geworden durch seine Arbeiten als Grafiker für Schallplatten, also für Plattencover. Insbesondere Bands wie Yes, Uriah Heep, Gentle Giant, das berühmte Octopus-Cover, aber auch die afrikanische Band Ossibisa, also da gibt es eine Menge legendärer Plattencover, die wahrscheinlich jeder schon irgendwann mal gesehen hatte. Und er war natürlich ein reiner Paintbrusher, also zu weiten Teilen. Ja, passte natürlich sehr gut als Werbung so ins Metal Hurlant. Das war ich, oder ins Heavy Metal Magazin. Das war schon weitgehend dieselbe Zielgruppe. Überrascht auch überhaupt nicht, dass als James Camerons Avatar erschienen ist vor weiß Gott wie vielen Jahren, dass Roger Dean James Cameron oder die Filmproduktionsfirma verklagt hatte. Es ist nicht abwegig, denn wenn man sich den Film ansah und dann diese ganzen Szenen kamen mit diesen fliegenden Felsen, fühlte ich mich sofort an Roger Dean erinnert. Das war fast wie irgendetwas aus seinen fantastischen Gemälden. Ja, hier geht's dann weiter mit Richard Corben, denn wie immer eine super mutige, aber extrem atmosphärische Kolorierung, die hier super gut klappt, finde ich. Also vom Druck her, das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. So diese fremdartige Welt und zugleich diese nächtliche Atmosphäre wird hier wirklich wunderschön mit Hilfe von Farben erzählt.
Und was seine Brüste betrifft, da kann er ja wirklich mit Serpieri mithalten. Was mich allerdings interessieren würde, ist, wenn ich jetzt mal solche Zeichnungen sehe, ob er sich das aus den Fingern saugen konnte oder ob das mit einem Fotomodel gemacht wurde. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Model, das die gesamte Prozedur Model sitzt, wie in den guten alten Tagen der Gemäldemaler. Aber vielleicht eine einzelne Model-Session, wo Fotos gemacht wurden. Und dann hat er anhand dieser Fotos gearbeitet. Weil einfach die anatomischen Bewegungen teilweise super kompliziert sind. Und es gibt wahrscheinlich nicht viele Grafiker, die sich das in der Form einfach nur aus dem Gedächtnis oder aus der Intuition heraus so komplexe körperliche Verdrehungen zeichnen können. Das bedeutet aber dann auch wiederum, dass irgendwo irgendwer auf einer Schachtel sitzt mit irgendwelchen Schwarz-Weiß-Fotos drin, die ziemlich geil anzusehen sein dürften. Irgendein Nachkomme von Richard Corben vielleicht. Großartig. Das hier ebenfalls sehr interessante The Winter and the Last Combat von Mora und García. Das ist eigentlich ein spanischer Comics oder zwei spanische Künstler. Victor Mora hat hier das Drehbuch geschrieben und Mora war ja einer der bekanntesten spanischen Comics-Autoren der klassischen Ära. Und also einer auch wirklich der frühen Stunde der Comics-Kultur. Er war politisch unter Franco verfolgt, ein Katalane eben. Und Luis García, der das hier gezeichnet hatte, ein Gigant. Also das ist jemand, der ein ganz, ganz großer Name ist in der spanischen Comics-Geschichte. Und ich finde, ich vergleiche ihn immer ein bisschen mit Jean-Claude Gall. Die haben so diesen die haben beide so diesen ausdrucksvollen Realismus, aber García vermengt es auch gleichzeitig mit diesem abstrakten Stil, die Bilder zu zeichnen. Also das ist eine interessante Mischung aus beiden, denn einerseits, ich meine, je weiter weg man sich von dem Bild entfernt, desto kohärenter sieht es aus. Während aus großer Nähe gesehen merkt man, dass das ja sehr aus Schraffuren alles aufgebaut ist. Also das ist super künstlerisch gemacht. Also ein sehr interessanter, abstrakter Realismus irgendwie. Ja, García, der hatte ja auch zwei Zines gegründet. Der eine hieß Rambla, der andere hieß, ich glaube, Trocha oder Trocha. Ist großartig, also sehr atmosphärisch natürlich. Bei solchen Bildern frage ich mich natürlich, ob da irgendwelches Fotos aus Spielfilmen als Vorlage galten, weil das ja so einen Eindruck macht, als ob das... man darf nicht vergessen, viele Comiczeichner benutzten auch relativ einfache Projektionsgeräte. Also man konnte ja durchaus auch mal so ein Dia oder so ein Bild irgendwo so als wie so ein Overhead-Projektor auch mal projizieren auf ein weißes Blatt Papier und hatte dann sozusagen die Konturen zur Verfügung oder die Größenverhältnisse. Was man auf jeden Fall auch verstehen muss, denn diese Leute waren ständig unter Zeitdruck, weil die Herausgeber die Ergebnisse relativ schnell erwartet haben. Und es ist für ein Magazin wie Heavy Metal einfach mal eine Story beizusteuern, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das hier unmittelbar... Also ich glaube, das hier ist schon im Pilot erschienen, also in den 60ern. Das ist eine Lizenzierung, so fast 15 Jahre später. Das hat ja auch einen ziemlichen so 60er-Jahre-Vibe, finde ich. Und aber auch damals hatte man jemanden nicht irgendwie 6 Monate Zeit gegeben, um dieses Meisterwerk zu formen, sondern da hieß es dann einfach, das wollen wir jetzt mal in 3 Wochen haben. Und dann musste man halt, keine Ahnung, 1 bis 2 Seiten pro Woche, wenn nicht sogar
wenn nicht sogar, sagen wir mal, alle 2 Tage vielleicht so eine Seite. Da wurde halt viel, viel gearbeitet. Und natürlich hat man ständig versucht, sich mit Tricks zu behelfen. Ich glaube, dass viele Comics-Zeichner sehr, sehr gerne durch Filmzeitschriften stöberten. Und damals waren Filmzeitschriften total populär. Da lag ja die Schere oft nicht weit weg auf dem Tisch, weil man dann ganz schnell sich so ein Bild... Weil man auf diese Art und Weise sehr gute und sehr ausdrucksvolle Fotos zu sehen bekam, die halt so als Promo-Shots für irgendwelche Hollywood-Spielfilme benutzt wurden. Und da hatte man sozusagen einen kostenlosen Zugang zu de facto Models und konnte gut Körperverhältnisse, Körperdimensionen zeichnen. Und das, gerade wenn man so einen realistischen Stil hat, ist das ja dann auch das Schwerste. Das sind Probleme, mit denen sich Zeichner, die mehr einen Cartoon-Stil haben, dann nicht so arg herumschlagen müssen. Aber für einen Zeichner wie Garcia würde es sofort auffallen, wenn eine Gestalt oder ein Gesicht irgendwie ins Unrealistische verzogene Gesichtszüge oder einfach Körperverhältnisse hätte. Das hier ist dann Diabolical Planet, ein Abenteuer mit Maurice White. Das wurde gezeichnet von Dennis Cyr. Das war jemand, der sich gut in dieses Metal-Irland-Gefüge eingebracht hatte. Einerseits hat er diesen coolen, lässigen Pop-Art-Stil. Doch gleichzeitig ist es ein Science-Fiction mit einer sexy Nixe. Und damit war man bei Möbius und Dione gut aufgehoben. Aber ironischerweise, wenn man sich so die Story anschaut, merkt man, dass das im Grunde einfach eine drollige Beziehungskiste ist. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man mit Hilfe einiger Handgriffe und einiger einzelner Paneele und Handlungselemente das Ding Science-Fiction-artiger gemacht hatte, sodass es mehr ins Metal irgendwann passte. Das Science-Fiction-Thema mutet erstmal nicht sehr vordergründig an. Es sind mehr die Möpse, die hier vordergründig anmuten bei der Geschichte. Und das hieß ja, im Original hieß es ja Planet Diabolique. Und auch der Protagonist hieß nicht Maurice White, sondern Maurice Leblanc. Also das ist ja sehr einfach ins Englische hier übertragen, an allen Ecken. Und eine typische Heavy-Metal-Geschichte. Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Flaggschiff in diesem Heft, und zwar Erm the Mad von Druyer. Das ist sicherlich eindeutig das visuelle Highlight hier. Wie gesagt, man muss sich vor Augen führen, wie das war, als man als enthusiastischer Comics-Fan jener Jahre das Heavy Metal Magazin aufschlug und dann so jemand wie Druyer sah. Also die Leute sind aus dem Schauen gar nicht gekommen. Also da machte man natürlich schon ganz schöne Augen. Denn so etwas hatte man vorher im Grunde noch nie irgendwo gesehen. Und da konnte natürlich niemand mehr kommen und sagen, ja, das sind einfach nur Cartoons. Die Farbgebung natürlich gewohnt progressiv. Ich finde, der Druck ist ja auch sehr gut geworden eigentlich. Ich schätze mal, wenn man so ein richtiger Farbfanatiker ist und sich mit sowas viel beschäftigt, was ich ja leider nicht tue, dann hat man vermutlich viel Freude daran, irgendwie die Farben gegeneinander zu vergleichen und gucken, was davon auf dem Farbzirkel komplementär ist und wie das so alles mit sich zusammenhängt. Das war dann natürlich auch sehr typisch für Druyer, dass er plötzlich diese Spread-Bilder machte, die man dann im Grunde um 90 Grad drehen musste, um das wie so ein Poster zu sehen. Und was natürlich bei Urm auffällt, ist diese Freude an gigantomanischen Dimensionen. Was man jetzt in den
ab hier und in den darauffolgenden Seiten ja sehen wird. Man hat dann immer als Referenz irgendwo die Gestalten so ganz winzig in der Ecke und der Rest ist einfach nur Panorama. Und das war etwas, wo Druyer wirklich gut war, diese Gigantomanie einer fantastischen Welt zum Ausdruck zu bringen. Und wenn man dann diese riesigen Tempeltüren sieht, dann mit diesen kleinen Gestalten, dann möchte man um jeden Preis natürlich hineingucken und sehen, wie es dort aussieht. Und dann bekommt man natürlich dieses unglaubliche Poster hier. Das ist ja mal ein Splash-Screen, wie man es sich nur wünschen kann. Großartige Farben, die winzigen Gestalten hier überall. Also das ist der größte Tempel, den man jemals zu sehen bekam. Und dann musste man wieder auf die nächste Ausgabe warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Das hier ist dann auch noch so eine großartige Perspektive. Sozusagen, als ob die Kamera irgendwo hier oben wäre und von hier oben so direkt nach unten blickt. Und dann würde das ungefähr so aussehen, mit diesen Treppen hier. Sehr abgefahren. Im Original hieß das ja Urm le Fou und ist im Grunde Fantasy. Eigentlich ist das mehr so in so Sword and Sorcery angesiedelt, auch wenn es auf den ersten Blick sich so nicht identifizieren lässt, weil es ja visuell extrem abstrakt und experimentell ist. Und naja, und für Leute, die irgendwie bis dahin nur mit Kirby und Ditko aufgewachsen waren und dann solche Bilder sahen, das muss sehr, sehr beeindruckend gewirkt haben. Das hier ist World Famous, mehr etwas, was ein wenig an Cartoon-Charme hat. Das ist eine gemeinsame Arbeit von Lasseur und Alain, wobei beide ja Grafiker waren und beide hier irgendwie grafisch tätig waren. Und frag mich nicht, also ich würde eher mal sagen, dass weil ich weiß ja, dass Patrick Lasseur sehr realistisch zeichnen konnte und eigentlich mehr ein Designer oder auch ein architektonischer Designer war als ein Cartoonist. Aber davon merkt man in dieser Satire nicht ganz so viel. Während hinter dem Namen Alain versteckt sich eigentlich Alain Voss. Und ich glaube, dessen Stil kommt hier deutlich mehr zum Tragen. Absolut gigantisch ist diese Seite hier, diese Schlussseite, die ist ja so ein hervorragendes Beispiel für Underground Comics im ganz großen Stil. Ist vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von Messier und Cristin. Ah ja, das ist jetzt sozusagen das Spreadbild in der Mitte, das quasi ein Plakat ist. Und das ist erneut ein Bild von Alex Nino. Und ein Bild, wo ich finde, das vielfach besser ist als das Bild, das es auf die Hülle geschafft hatte. Das ist natürlich ein faszinierendes Gemälde, wo man sich total drin verlieren und vertiefen kann. Also einerseits sehr abstrakt, andererseits total konkret. Ist etwas, wo man vermutlich ein wenig an so Dinge denkt wie LSD und wie es sich da wohl anfühlt, so ein Bild dann anzustarren. Da kann man sich ja richtig verlieren drin. Und ich schätze, das war auch eine Grafik aus dem Bilderbuch von Alex Nino, das hier meiner Meinung nach auch irgendwo beworben wird. Vielleicht kommt das noch. Eindeutig passend zum Heavy Metal. Ich habe keine Ahnung, ob das hier mit Ölfarben gemacht ist. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich würde mal fast auf Öl tippen. Aber es könnte auch eine Mischung aus mehreren verschiedenen Zeichen- und Maltechniken sein. Hier mal ein bisschen Text, also eine Kurzgeschichte. Wie gesagt, das gab es im Heavy Metal jedes Mal in jeder Ausgabe. Das war dann fast immer eine Science-Fiction-Short-Story. Das hatte letztendlich auch eine kommerzielle Bewandtnis, die mit Versand zu tun hatte, damit man bestimmte Portogebühren in Anspruch nehmen konnte.
für bestimmte Art von Pressewerk, aber das setzte voraus, dass es sich nicht um einen reinen Comic handelte, sondern um eine Zeitschrift, die eben auch eine gewisse Textlastigkeit besaß. Telefield ist von Sergio Macedo und der machte sich ab 1974 einen Namen mit sehr ausdrucksstarken Illustrationen, die allesamt mit Airbrush gemacht wurden. Das war also ein reiner Airbrush-Comics-Zeichner. Das ist, im Original heißt es ja Telechamp und ist super psychedelisch und allegorisch und sichtlich spirituell. Also das sind also seltsame meta-religiöse und ultra-kitschige Impressionen. Ich denke da immer irgendwie so eine Mischung aus Bhagwan und Zeugen Jehovas und Oliver Shanti. Ich muss sagen, das ist nicht mein Stil. Aber solange es stilistisch innovativ war, hatte sowas auch einen Platz im Heavy Metal. Also auch so eine durchgeknallte Hippie-Geschichte. Aber wie gesagt, ist nicht mein Stil. Aber ich kann wertschätzen, dass das etwas war, womit man tatsächlich 1975 ein ziemliches Verwundern erzeugen konnte. Als das in dem Original Metal Hurlant erschien. Und wie gesagt, es ging ja darum, was Neues zu machen und das ist manchmal eher so ein Hit and Miss für die einzelnen Leser. Und hier sind wir wieder mal bei der hermetischen Garage von Möbius. Also Möbius ist ziemlich präsent in diesem Heft. Hier mit einer weiteren Geschichte um Major Grubert, der übrigens einer meiner Lieblings-Characters aus allen Comics ist. Warum das so ist, das ist eine gute Frage, über die ich noch nicht so richtig nachgedacht habe. Es ist wieder mal nur eine kurze Impression, nur zwei Seiten. Dieses Age of Ages von Akbar Del Piomo ist eben eine Art Collagenprojekt, das ein Grafiker namens Rubington erstellt hat. Auch für sowas war Platz im Heavy Metal. Einfach, da ging es immer darum, probieren wir was Neues. Versuchen wir die Idee von Cartoons und Comics weiterzuentwickeln in eine neue Richtung. Viele dieser Ideen waren letztendlich vielleicht Sackgassen. Das hier hat natürlich einen tollen Retro-Touch und man muss ja auch sagen, es gab ja bereits fast 100 Jahre zuvor, oder sagen wir mal um die Jahrhundertwende, gab es ja bereits die ersten Ansätze zum Surrealismus, wo ähnliche Dinge in Zeitschriften auftauchten, also Collagenarbeiten und deswegen, es basiert ja auch auf Bildern und Grafiken, die irgendwer auf irgendwelchen Flohmärkten vielleicht gesammelt hatte und die werden dann so rekontextualisiert. Und weil das ja ein extrem Möbius-lastiges Heft ist, gibt es hier noch eine kurze Geschichte von Möbius mit dem Titel Free Fall. Das ist super faszinierend. Also es mutet ja ein bisschen wie sein geistiger Vorläufer zu Inkal, finde ich, von der Idee, die da umgesetzt wird. Es gibt diese Obsession, die Möbius für den freien Fall hat. Das ist bei ihm ein wiederkehrendes Thema, dieses Herabstürzen in den Abgrund. Und ich frage mich, was ihn daran so faszinierte. Wahrscheinlich diese Erkenntnis, dass das Herabstürzen über lange Strecken hinweg letztendlich einem Zustand der Schwerelosigkeit gleichkommt. Doch zugleich ist es ein Ablauf mit einem vorher festgelegten Ende, nämlich dem Aufprall unten. Das ist dann der Unterschied zu der Schwerelosigkeit im Weltraum. Und hat auch hier Möbius keine Vorstellung, wohin diese Sequenz gehen soll, sondern das lässt er so intuitiv auf sich wirken. Und das ist interessant beim Lesen, denn letztendlich verfolgen wir hier einfach einen Menschen beim Stürzen. Aber auch wir können nicht sagen,
wohin der Sturz geht, wenn wir umblättern. Also das ist eine Geschichte, die letztendlich nur vielleicht 30, 40, 50 Sekunden umfasst. Aber in diesen 50 Sekunden passieren alle möglichen Dinge, die uns sehr verwundern und wo wir sozusagen die Augenbrauen hochheben und uns da erstaunen, wo wir eigentlich sind und was da gerade passiert. So fliegt er hier an dieser Arbeitsstation vorbei, wo irgend so ein Typ einfach so nihilistisch sitzt und vor sich hinschaut. Hier ist ein Kerl, der offensichtlich dort arbeitet und der Buch führt über mit der Überschrift Freier Fall über all die Leute, die da vorbeifliegen und dazu eine kurze Notiz vornimmt. Und dann endet das in einem Bildkonzept, wo man erneut das Gefühl hat, man befindet sich eigentlich die ganze Zeit in der hermetischen Garage. Super faszinierend. Und hier haben wir eigentlich einen echten Klassiker des franco-belgischen Comics, nämlich Barbarella von Jean-Claude Forest. Allerdings ist das keine Lizenzierung aus den 60ern, sondern sozusagen neues Material, das Forest extra dafür gezeichnet hatte. Meine Begeisterung für die Kolorierung, die hält sich ein bisschen in Grenzen. Gehe davon aus, dass das Forest selber gemacht hatte, die Kolorierung. Sicherlich hätte ich gerne gesehen, wie so etwas in Schwarz-Weiß aussieht. Aber alles in allem ist es eine schöne, herzliche Science-Fiction-Geschichte mit einer berühmten, legendären Comics-Figur, nämlich Barbarella. Man kann mit einer gewissen Gewissheit sagen, dass Jean-Claude Forest auch eindeutig ein Pionier des Comics Naked Eyes war. Dieser Platz im Olymp ist ihm eindeutig sicher. Aber er hat einen großartigen Stil und man kann sich sofort denken, wie sehr diese nächste Generation aus Leuten wie Claude Auclair oder Enki Bilal, also wie die durchaus von ihm auch beeinflusst waren. Er war ja ein bisschen älter als der Rest der Heavy Metal Gang. Aber was ja auch auffällt, ist, es ist eine relativ verhältnismäßig eine lange Geschichte. Aber es war halt eben Jean-Claude Forest. Also wenn der sagte, ich will jetzt 10 Seiten oder so, dann hat er die auch bekommen. Das sind, glaube ich, mehr als 10 Seiten. Ja, großartig. Und hier ist wieder 1996 dieser episodenhafte Comics von Chantal Montellier. Mehr oder weniger die einzige Frau im Angebot der Heavy-Metal-Künstler. Das ist ja eine Art futuristische Geschichte. Das heißt nicht umsonst 1996. Das soll eine Geschichte sein, die sich im Jahr 1996 abspielt. Also letztendlich 20 Jahre in der Zukunft. Und witzig ist ja, dass die ganze Sprache hier komplett verhunzt wurde mit der Absicht, um zu zeigen, dass die Leute in 20 Jahren ein bisschen anders reden werden. Dass sie einen anderen Dialekt haben plötzlich, wenn sie Englisch sprechen. Ich vermute ja mal, dass das ja eine ähnliche Verballhornung im französischen Original war. Es ist ja mal amüsant, wie sich die Leute dann die Zukunft vorstellen. Das Interessante bei ihr ist aber, dass die Zukunft sich eigentlich nicht besonders ändert, aber die Art, wie die Leute miteinander umgehen und wie sie reden. Die Sprache ist eher das, was sich am meisten verändert hatte. Weil die Wirklichkeit sieht dann natürlich anders aus. Das Schlussbild, das hat für mich so einen Vibe von Love and Rockets irgendwie. Und das hier ist Satan's Tears, The Art of Alex Nino. Das ist sozusagen ein Bilderband mit Grafiken von Alex Nino mit einer Auflage von 1000. Es wäre interessant mal zu gucken, ob das noch irgendwo im Umlauf ist und für wie viel das gehandhabt wird. Weil ich glaube, dass es ein relativ komplexes Konvolut war. Also das war nicht nur ein Buch, sondern da waren scheinbar auch lose Farbplatten drin und das war also irgendwas, was super wertig aussah und sehr groß war.
Und wahrscheinlich schon damals. Ja, hier steht, dass $52, $52,50 pro Ausgabe. Also in 1978 war das eine Menge Geld. Und man muss ja auch bedenken, dass so ein Heft hat $1,50 gekostet. Das bedeutete aber nicht, dass das jetzt schäbig billig war, ne? Also wenn man jetzt irgendwelche Marvel- oder DC-Heftchen sich kaufte, dann war man, glaube ich, so mit 50 Cent dabei oder so. Und ja, deswegen, ich wäre nicht überrascht, wenn solche Sachen inzwischen für irgendwelche krassen Beträge laufen würden. Aber das müsste ich erstmal nachsehen. Also, das war's mal wieder. Ich hoffe, das war interessant, mir auf diese digitale Art und Weise über die Schulter zu blicken, während ich hier blättere. Und ich mache bald weiter und wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald. Macht's gut.